Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Runde Ark. Für die, die es nicht mitbekommen haben, die letztes Mal nicht zugeschaut haben. Ja, ich habe, übermütig wie ich bin, in der Vivanschlucht nach Eiern gesucht. Habe dabei festgestellt, dass eine ganze Handvoll Vivan stärker sind, als ich dachte. Ich etwas blöder bin als die Viecher und dementsprechend haben wir jetzt unseren Adler verloren. Und unser Equipment und stehen jetzt hier in Tommy Middlefingers Designerunterwäsche direkt in meiner Burg. Ja, was soll ich sagen? Ja, irgendwie ganz toll. Ich würde sagen, wir brauchen dringend Wäsche. Den ganzen Krümelkram können wir rausschmeißen. Was habe ich denn hier alles? Das ist alles nur Zierkram. Ich denke, ich schmeiß das mal hier über die Kante der Burg. Hallo, da fliegt ein Pteranodon. Genau, Pteranodon, den brauche ich sowieso gleich, aber. So, erstmal wieder hier. So. Okay, das hat jetzt nicht so geklappt, wie ich gedacht habe. Egal. So, das allererste, was wir machen. Wir bauen uns Lederklamotten. Hallo. So. Oder habe ich noch was im Schrank? Ich glaube, das habe ich alles gegrindet, ne? Ja, hier habe ich ein bisschen was. Hier habe ich noch einen Säbelzahn. Denke, der kann auch noch gegrindet werden. Guck mal, der ist schon mal nicht schlecht hier. Zack. Das Ding brauche ich nicht. Ich würde sagen, wir bauen uns erstmal wieder eine Armbrust. Dann, ein gutes Dutzend Pfeile haben wir, glaube ich, noch. Wir haben ja gar nicht so viel mitgenommen. Armbrust. Was ist das hier? Ein Sattel. So. Ich brauche erstmal eine Armbrust. Inventar, da ist sie. So, komm, zack. Armbrust. Dann hätte ich gerne eine Axt. Eine spitze Hacke. Spitzhack. Dann hätte ich gerne Pfeile. Sind ein bisschen viel, 70 sind auch ein bisschen wenig. Da kommen wir so um die 99. So. Ja, mein Awesome Spyglass hätte ich natürlich auch gerne. Spy. Das finden wir dann natürlich hier oben. Wieso kann ich hier oben nichts herstellen? Hallo? Der geht gar nicht. Da ist es doch. Draußen schwimmt irgendwas rum. Ich höre das. Achso, Essen. Essen brauche ich nicht. Ich bin gerade tot gewesen. Hallo? Irgendwas schwimmt hier. Ich höre das. Ach, guck. Turtle. Turtle ist okay. Habe ich hier noch was in der Kiste, was ich anziehen könnte? Nö. Ja, dann werden wir uns wahrscheinlich mal einen hübschen, entspannten. Ich glaube, ich baue mir mal eine Flakrüstung, ne? Die hält auch ein bisschen mehr aus. Rüstung. Also. Eine Mütze, Handschuhe, tolle Schuhe, Brustpanzer, Beinpanzer, haben wir alles. Du,
Also, Kopf, Handschuhe, Füße, Brustpanzer, Beinpanzer und die Nebenhand mal gucken. Ich hätte jetzt auch gerne noch mal hier die Narkopfeile, denn wir wollen ja noch ganz entspannt einen Adler zähmen. Davon nehmen wir dann mal die Dinger hier mit. Hier die ganzen Bärchen hier, die können wir alle mal in die Futterbox packen. Ich sag euch, wenn ich den Vivan erstmal habe, ne? Ja, Nippon, Friede seine Asche. War ein schöner Adler, den hätte ich natürlich gerne behalten. Das heißt, wir schnappen uns jetzt den Pteranodon und machen uns erneut auf die Suche nach einem Argentavis. Achso, vielleicht sollte ich bei der Gelegenheit auch gleich einen Sattel mitnehmen. Wird er mit AR geschrieben? Ja, Argent. So, und den anderen Ding werden wir hier nochmal grinden. Den brauchen wir nicht. Beziehungsweise schmeißen ihn in den Grinder. Hallo. Na guck, ist doch fein. 10.000 Stroh. Warum liegt da Stroh? By the way, Holz. Ich würde gerne das Holz hier, zack. Der soll laufen. Wir brauchen Barren nachher für die Industrial Forge. So. Quatsch, ich wollte da oben. Ich muss ja zum Flugdeck. Ich muss ja Hanna bereiten hier. Einmal meine kleine Hanna. Unhitch. Hanna. So, meine kleine. Wie sieht es denn überhaupt bei dir aus? Nahkampfschaden brauchst du nicht. Ausdauer ist für dich immer wichtig. Ja. Und jetzt heißt es, einen Argentavis finden. Guck mal, hier fliegt so ein roter rum. Ja, Mensch, das ist ein bisschen, ne, back to the roots, wenn man denn sich so überheblich anstellt wie ich. Ja, man sollte mit den Vivern, man sollte es echt nicht unterschätzen. Sie sind gefährlich und sie bleiben gefährlich. Ich glaube, dass ich hier irgendwo Argentavisse gesehen hatte. Hier hinten hatten wir, glaube ich, auch den Nippon her. Ein Weibchen wäre mir eigentlich sogar lieber als ein Männchen. Nicht zuletzt, weil die auch noch mit rumeiern. Und im Moment sind Eier nicht unwichtig. Da sehe ich doch schon zwei. Ja, und einen T-Rex. Wunderbar. Den T-Rex, den werden wir mal ein bisschen weglocken.
Sag dich so. Der sah auch nicht schlecht aus da. So, der legt sich jetzt mit dem an. Was hier mit der Säbelzahnkatze, die nervt natürlich auch. Ja, wir müssen mal gucken. Der hat eine coole Farbe da hinten. Der müsste ich mal... Farbe ist cool. Wir gucken hier mal ein bisschen rum. Allosaurier da rechts. Wo ist der andere? Die Farbe ist schon cool. Und ein Weibchen. Perfekt. Ah, und was habe ich vergessen zu bauen? Einen Teleporter. Level 11 ist jetzt auch egal. So, hör auf zu schnarchen und frisst dein Kibbel. Bevor hier noch irgendetwas, irgendeiner, der uns hier findet. Ja, Teleporter, ne? Hätte ich natürlich bauen müssen. Dazu muss man sich natürlich auch ein bisschen konzentrieren. Genau. Quatsch immer voll. Ja, dreifach Narkotikum. Ich meine, mit so einem Pfeil, da holt man echt den Adler vom Himmel. Das ist gar nicht mal so verkehrt. Und wenn die fette Möwe mal aufwachen würde. Komm, du hast doch bestimmt Hunger. Wo der andere Agentavis geblieben ist, würde mich ja natürlich auch mal interessieren. Ja, mit der Flakrüstung sind wir hier auch schon ganz schön schwer auf unserem Vogel.
immer noch Schlöfchen. Na komm, na komm, na komm. Friss, friss, friss. Das kann doch nicht so lange dauern. Rohes Hammelfleisch brauche auch nur ein. Ungewöhnliches Kibbeln. Na, wir haben das Außergewöhnliche. Das sollte mit einem Haps dann. Nö, ich fress nicht. Ich schläf jetzt hier. Mein Gott. Na, geht doch. So, du Kanari, jetzt hast. Jetzt machen wir erstmal Folgendes. Wir fliegen jetzt erstmal nach Hause. Weil ich Dödel natürlich den Teleporter vergessen habe. Die Katze da hinten lässt uns hoffentlich in Ruhe. Nehmen wir die Katze mit. Katzi. Katzi nehme ich mit, ne? Was bist du denn, ein Weibchen? Armes Katzi. Frisst du mal die Narkosemittel. Ich würde sagen, wir fliegen gleich nach Hause, holen Teleporter. Na komm, Mietz. Flauschmaus, du bist auch eine Flauschmaus, so wie meine Katze. Ich fliege erstmal nach Hause und hol. Währenddessen können die anderen Viecher erstmal sich zähmen. Ne? Der Adler ist auf passiv, nee, auf neutral. Das heißt, er verteidigt sich selbst.
Ja, was mache ich denn mit der Katze? Die lasse ich bei mir dann im Dings herumlaufen, ne? Ach, was für ein Abenteuer. Na gut, einen Adler haben wir, einen bunten. Den muss ich natürlich jetzt erstmal wieder ein bisschen leveln. Ordentlich Damage. Was ist denn da in der Kiste? Ein Bauplan für eine Pike, die etwas besser ist. Oh, warum nicht? Wie lange steht das Ding noch? 20. Oh, das könnte ich schaffen. Guck mal, jetzt hat es auch wieder funktioniert, dass ich hier alles auf einmal nehme. Hast du was im Inventar? Ja, ein bisschen was. Das hier kann raus. Schnell einen Teleporter bauen. Dass ich den vergessen habe, ich Dödel. Tele. Nee, den hier wollte ich haben. Polymer. Quatschtee. Ach ja. So, zack, das rüber, den Bauplan rüber, den Bogen, den grinden wir nachher. Die Pfeile kommen auch rüber. Perfekt. Kubbel, 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 kubbel. Den heben wir uns auch auf. Die Pfeile sind echt mächtig, muss man wirklich sagen. Ja, dann würde ich sagen, Teleporter haben wir. Das heißt, wir teleportieren uns gleich zurück. Hoffentlich mit Katze. Unhitch. Nee, ich brauche nicht. Nee, reiten will ich. Genau, reiten. Es wird neblig. Ja, dann wollen wir uns mal auf das Hochplateau begeben, die Viecher einsammeln und dann würde ich sagen, ab nach Hause und ja, dann wollen wir mal gucken, dass wir den bunten Kanarienvogel da jetzt mal leveln. Schade um meinen Nippon, muss ich wirklich sagen. Ach nö. Jetzt kommt er. Kleiner Mikroraptor, ekliges Vieh. Seltene Blume. Es regnet, das ist schon mal gut, dann bin ich nicht durstig. In der Nähe von dem Mikroraptor auch noch
keine Ausdauer mehr zu haben, ist suboptimal. Hallo, ihr zwei. So, dann schnappen wir uns die alle dreimal. Sehr schön. Dann bringen wir hier die Hanna mal wieder in ihren Stall. Hanna. So, einmal einparken. So, dann machen wir mal Folgendes. Wir porten uns hierhin, wo die anderen beiden sind. Und porten uns Last Remote Position. Und sollten die beiden jetzt in der Base haben. Mann, die sieht ja echt aus wie ein Ara, mein lieber Mann. Hitchdino. Argentavis. Schließen. Was mache ich mit der Katze hier? Was können die eigentlich? Nahkampfschaden. Ja, war ein Beifang, kann man so sagen. Die lassen wir da, beziehungsweise die können wir eigentlich hier auch mal frei rumlaufen lassen. Verhalten. Aktiviere Wandern. Komm, lauf, du bist frei. Nein, nicht ganz. Mietz, 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 so. Coole Sache das. Ich würde sagen, ich guck noch mal, ob wir schon ein paar Eier haben hier von unseren Hühnern. Und dann ist auch schon die halbe Stunde wieder um. Nee, nicht deaktivieren. Zwei Eier! Ein Haufen Scheiße hier drin. Echt. Ohne Ende. Kacki, kacki, kacki. Drei Eier. Was liegt denn hauptsächlich oder was liegt denn sehr viele Eier? Ich glaube, das sind schon die Dodos, ne? Die eiern schon ganz schön rum. Ja, halbe Stunde ist um. Wir haben einen neuen Adler, den ich gleich nochmal benennen muss. Ein Weibchen, ein buntes Weibchen. Eine Katze. War, glaube ich, auch ein Weibchen, wenn ich mich nicht irre. Komm mal her. Halt, Nietz, komm mal her. Optionen, Namen geben. Wie kann man denn mal einen Säbelzahn heißen? Ja. Du heißt jetzt Lisa. Die Katze Lisa. Betty, Lisa, also apropos Betty, du bist ja auch schon wieder hier mächtig aufgestiegen. Drei Level. Gib mir mal zweimal und da wieder einmal. 1111% Schaden soll sein. So, du kriegst jetzt erstmal ordentlich Gesundheit. Ja, und ich würde sagen, in der nächsten Folge leveln wir mal den Pleitegeier hier und dann würde ich sagen,
Ja, müssen wir erstmal dem ganzen Server hier die Zeit geben, Eier zu produzieren. Ich würde sagen, ich mache einen Cut an der Stelle. Ja, guckt mich nicht so an. Und wer Lust hat, schaltet nächstes Mal wieder mit ein. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir ein Like da oder ja, ein Abo wäre auch schön. Keine Ahnung. Ich versuche kontinuierlich Content zu produzieren. Ansonsten ein Like, ein Kommentar, wie ihr wollt. Bis demnächst.